Moin moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und diesmal ist es wieder ein Video mit einem besonderen Gast dabei. Und ja, heute ist wieder mal der PlayerGaddon mit dabei. Hallöchen. Und wir haben uns gedacht, haben wir doch mal eine knackige Folge Three-Star-Challenge raus. Für die Leute, die die Three-Star-Challenge nicht kennen, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Wir beide greifen mit der Armee Barge an und wir machen insgesamt einen Angriff. Und es werden 3 Sterne verteilt. Den ersten Stern bekommt man, wenn man schneller als der andere einen Gegner findet. Also wenn ich jetzt den ersten angreife und Thomas den zweiten, dann habe ich den ersten Stern bekommen. Den zweiten Stern bekommt man für mehr Prozente. Und den dritten Stern bekommt man dann, wenn man mehr Loot als der andere geholt hat. Und ich würde sagen, dass wir einfach einen Gegner suchen können jetzt. In 3, 2, 1. Moment. Oh. Ich habe gerade eine Verteidigung gezeigt und. Ach so. Okay. Ja, also komm, so. Ich nehme jetzt gleich meinen ersten Gegner. Also, ist jetzt. Bist du schon am Suchen? Also, ich habe jetzt schon Gegner gesucht, ja. Okay, dann muss ich es auch mal machen. So, hast du jetzt auch deinen Gegner gesucht? Ja, ich suche jetzt das erste Mal. Nimmst du deinen ersten Gegner auch? Jo. Okay. Jetzt müssen wir halt dann mal gleich sehen, wie wir das aufteilen oder ob wir sozusagen Gleichstand machen, weil wir beide unseren ersten Gegner genommen haben, aber du hast ja eben noch die Def gezeigt. Deswegen, so, müssen wir dann gleich mal sehen, wie wir das machen. Aber ja, wenn jetzt einer schon mehr Prozent und mehr Loot hat, dann... Helden benutzen wir nicht, ne? Helden nicht, also einfach nur ja, okay. Rein Barge. Ja, so. Ist, glaube ich, sinnvoll. Meine Queen ist auch im Ausbau. So, ich versuche hier auch ein bisschen Loot mitzunehmen, damit ich damit dann auch wenigstens einen Stern kriegen kann. Ja, bei mir ist der Loot nicht so pornös. Das Gute bei meinem Gegner ist, dass er 3 Elixierlager relativ weit out ist und hat und insgesamt 170k. Okay, und hier hole ich jetzt noch ein paar Prozente. Ich weiß nicht, ob ich ans Rathaus komme. Fuck. Ich habe bei dem Dödelkopf nicht die Riesenbomben gefunden und jetzt voll in eine reingelaufen. Oh shit. Das ist echt ärgerlich. Ja. Ich könnte jetzt hier ans Rathaus mit den Bogen kommen, aber ich denke, das schaffe ich nicht, wenn ich viele setze. Obwohl, doch. Ich setze jetzt einfach alle Bogen da rein. Einfach auf gut Glück, weil hier ist eigentlich kein Minenwerfer. Nee, hier ist kein Minenwerfer mehr. So, jetzt habe ich nochmal 8 Bogen übrig gegeben. Übrig. Ey, ich kann wieder bei der Elgato ausrasten. Leckt's wieder, oder? Nee, lecken tut's nicht. Oder so, das Rathaus ist down. Sehr schön. Ah, beziehungsweise, es geht ja nicht um die Sterne, sondern um die Prozente, aber das hat einfach gut gepasst, dass ich noch das Rathaus geholt habe. Und jetzt habe ich nur noch 6 Bogen. Okay. Und, muss sehen, dass ich hier außen noch ein bisschen was weghole. Okay. Ja, bei mir ist es eigentlich relativ gut am Laufen. Wieso hat der bitte einen Minenwerfer außen stehen? Ich verstehe. Weil wenn ich da jetzt drücke, der hat alle 3 Minenwerfer außen stehen, das kann nicht sein. Ey, das ist... Diese Aufnahme bringt mir irgendwie nicht viel Glück. Ich wurde gerade mitten in der Aufnahme angerufen. Und echt? Einmal, es stand ja bei der Elgato, so Dolby Digital wird nicht unterstützt. Wieso auch immer. Shit. Ja, aber das Bild war nur kurz weg, also gecheatet habe ich nicht. Nee, das glaube ich dir jetzt mal. So, jetzt habe ich nur noch 30 Sekunden. Und ich habe jetzt hier noch einen Bogen, der ist jetzt hier down an Goldsammler. So, ich sollte noch die Clanburg und einen Goldsammler kriegen. Obwohl, nee, ich habe nur noch 20 Sekunden, das schaffe ich nicht. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Obwohl, wenn die 3 Bogen, die Clanburg down kriegen, noch auf den Goldsammler gehen, wo ein Bogen nur raufschießt, dann wäre es gut. 10 Sekunden nur noch. Komm, die Clanburg. Schon vorbei. Die Clanburg. Komm. Jo, die Clanburg ist down. Ein Bogen gibt 9, 2, 1, 0. Ah, shit. Mann, der Goldsammler hatte so wenig Lifepoints einfach noch. okay, wie machen wir das jetzt mit dem ersten Stern für die Zeit sozusagen? Also das ist eine gute Frage. Wir haben ja beide unseren ersten Gegner genommen. Ich würde einfach sagen, hätten wir einfach auf 3, 2, 1 gesucht, dann wäre es ja gleich gewesen. Das heißt, ich würde sagen, es steht 0-0 oder 1-1 einfach. Ein halber Stern für jeden irgendwie. Nehmen wir mal. Ja, wir machen einfach 0 Sterne. Nee. Wir geben jedem einen Stern, so also es steht 1-1 jetzt. Jo. Und jetzt gucken wir, wer dann den zweiten, beziehungsweise, ja, den zweiten Stern kriegt. Prozente, wie viel Prozent hast du? 100.
Oh, scheiße. Okay, ich habe 50. Oh, okay. So, momentaner Stand 2 zu 1 für dich. Jo. Und jetzt rechnen wir mal kurz den Loot zusammen. Okay. Inklusive Bonus, den Bonus würde ich... Obwohl, nee. Ja, Bonus würde ich jetzt... Kommt drauf an, in welcher Liga bist du? In welcher? Ich bin in Gold 2 und du? Ja, ich auch. Ja, egal, dann lassen wir den Bonus einfach weg. Das nimmt ja, sich dann ja nichts. Ja. Bist du fertig? Ja, ich habe insgesamt, also Gold und Elixier zusammen 149.000. No fuck, 61.000. Oh ja, okay, dann ist das jetzt der Ausgleich. Gut, ja, was jetzt? 2 zu 2. Das ist eine sehr gute Frage, was wir jetzt machen. 2 zu 2. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ob wir das jetzt so stehen lassen und das hier einfach nur eine relativ kurze Folge ist und ob wir dann eine neue Folge machen und das dann als Revanche nehmen, weil ich habe keinen Boost drin und ich habe eigentlich jetzt auch nicht Zeit, 2 Stunden zu boosten und die Gems auszugeben. Ja, ich booste dann sowieso hier nach nicht mehr, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ja, aber oder ich würde, also ich würde jetzt sagen, dass wir das jetzt als ein Unentschieden einfach stehen lassen, dass wir dann dann bald nochmal eine Folge aufnehmen und das dann als Revanche und dann auf 3, 2, 1 zusammensuchen, das, ja, und... Ja, komm, wäre aber kein Unterschied gewesen, ne? Ja, das wäre kein Unterschied gewesen, aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es nächstes Mal wieder so wird, ist relativ gering, dass es ein Gleichstand wird. Mhm. Also ich würde jetzt einfach sagen, wir lassen das jetzt, ja, klar, lassen das jetzt so stehen. Können wir halt die Abonnenten entscheiden lassen, ne? Ja, das können wir auch machen. Dann... Was die davon halten? Na, ja, ja. Ja. Hey, was ist das denn? Ich... Achso, okay. So, ja. Ja. Also, dann sollen die Abonnenten, die Zuschauer können ja in die Kommentare schreiben, was sie möchten, ob es dann nochmal eine Revanche gibt, oder? Meinst du das so? Ja, klar. Okay. Ich glaube, wir reden auch nicht mehr um den heißen Brei herum, weil die Folge sonst als lang wird und es wird immer langweiliger, sich anzuschauen, ne? Ja. Ja, das stimmt. Deswegen würde ich sagen, das war's dann eigentlich mit der heutigen Folge, ne? Ja, genau. Das war's mit der heutigen Folge. Zu sagen. Ja, doch. Ich habe jetzt noch 3 Millionen Elixier und grade damit einfach mal gleich diese 3 Mauern hier ab. Läuft. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3, Leute. Und, ja. Ich kann nur noch mal ganz kurz sagen, zu meinem, gestrigen Stream jetzt mehr für meine Zuschauer. Also, tut mir mega leid, dass der ausgefallen ist. Ich hatte mega starke Internetprobleme. Und ja, heute ging's dann zum Glück wieder, dass ich dieses Video aufnehmen kann mit dem Thomas, aber ich kann euch sagen so viel, dass in 2-3 Wochen ein richtig fetter Livestream kommen wird, also da habe ich auch eine kleine Ankündigung noch, und zwar der nächste Stream, den ich machen würde, wird ein richtig fetter 6 Stunden, wenn nicht mehr Stream, also das nur schon mal als kleine Ankündigung so und auch als Entschuldigung. Ja, und dann war das hier auch gleichzeitig der Start der Road to Mauer Level 9 hier in diesem Video. Es werden jetzt wieder Let's Plays kommen, wo wir Gold und Elixier holen und ordentlich Mauern upgraden werden. So, so viel zu meiner Base. Zu den kommenden Videos, und hast du noch was an deine Zuschauer zu sagen? Ja, eigentlich nur eins, dass heute keine Facecam da ist, da ich gerade ein Video rendere und der Prozessor sonst überfordert ist, und dann wäre gar keine Aufnahme da und das wollen wir auch nicht, also. Genau. Ja, dann würde ich natürlich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann ja, könnt ihr natürlich eine positive Bewertung da lassen, dann sehen wir das, dass das dann vielleicht ganz gut ankommt, und ihr könnt natürlich auch einen Kommentar da lassen, was ihr davon haltet. Dass wir noch eine Revanche drehen. So, falsches Deutsch. Egal. Ist der Daumen oben, wird man euch loben. Genau, so ist das. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Video sehen. Und ja, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.